Worauf wartest du? Und damit willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Diese nette Dame, die möchte uns jetzt hier in einen gewissen Braindance, einen ungefilterten, worauf wartest du? Ja, reinschicken, auf dass wir mal in das Gebäude kommen, wo sich der Arasaka befindet. Wo ist die andere Dame, Evelyn? Ach ja, du schaust uns zu. Worauf wartest du? Gut. Wir werden also den ersten Braindance haben. Bin ja mal gespannt, wie das so abläuft. Vor allem mit unseren... Ja, Mädel? Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Ladies? Macht eine Stimme. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Es verschwimmt schon mal bitte das Bild. Sieh Judy an. Sorry. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen. Da wandern die Gedanken gleich zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen. Das ist ja cool. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich hab hier was, das... Oh Gott, wo schickt sie uns hin? Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Na klar. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Wow, es ist hell. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir mit BD alles machen können. Ob so Point-Click-artig wird, ob wir da irgendwie Sachen einstellen können. Simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, kann nichts machen. Jetzt ab mit dir. Kleinganoven. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geht her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Berno! Ich! Jetzt! Ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Dass ich dann nicht nach links rechts umgeguckt übrigens. Als Info. Was ist das für ein Cube? Wow. Durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock. Ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße. Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Du kennst das?
Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir irgendwas ändern. Unser Leben vielleicht anders durchführen. Weniger spüren, mehr spüren. Oh, ich bin gespannt. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Juhu. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Okay, Moment. Ja, wir hatten aber gerade hier, hatte ich irgendwas drin. Ich kann zumindest anschauen, wie nah muss ich rangehen, um was anzuschauen. Wenn ich hier in die... Also außerhalb des, wir sind immer in der Nähe von dem Herrn. Wir machen Play. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindet. Oh, ist das geil. Wir können jederzeit da... Oh, mir gefällt das... Können wir die Ebene wechseln, also höher und tiefer kommen? Ah, doch, kann man in die Richtung gehen. Gut. Auch nicht weit. Und wir verkaufen den BD an die Psychoflix vom Studio. Jetzt sehen wir also drin, wer uns umgebracht hat. Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Ja. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und die Grafik ist ganz geil gerade, muss ich sagen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Ein Hinweis lässt sich nur in dem Moment scannen, in dem die aufzeichnende Person ihn wahrnehmen konnte. Okay, wir machen ein bisschen weiter. Noch ein bisschen zurück. Die geben uns mehr für den Adrenalin. Ne, da hat er sie schon. Oder? Jetzt. Genau hier. Okay, zeigt das ja Ebene an. Visuelle, Thermalebene, Soundebene. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen hast. Den du scannen hast? Scannen kannst oder gescannt hast, irgendwas von beiden. Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf der richtigen Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Oh, wie geil. Gefällt mir. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Wir machen erstmal die weit weg dort hinten. Eine Schachtel Kippen, ein Träger Broseph und zwei Zapper. Ja, doch, hat zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und... Alle runter! Los, runter! Ha! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren wie die Aufnahmeimplantate. Ich wollte das andere noch hören. Sie registrieren alles. Alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Okay, ich würde gerne nochmal... Wir gehen zurück. Da ist gerade eine zweite Soundquelle, die möchte ich auch noch wissen. Was mit der ist? Okay, fahr! Jetzt ab! Kleine Zeisser! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Nutz mir doch den Zwanz, Alter! Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensor. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha,
Nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Okay, also Play. Das meinte ich eben, er hat nicht nach rechts geguckt, nur nach links. Los, runter! Auf den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich schwör's. Wow, Erno, ich, jetzt, ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste. So, jetzt möchte ich jetzt trotzdem mal die Ebene wechseln. Ob ich jetzt irgendwas anderes wahrnehme? Ob ich in der Nähe irgendwas spüre? Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding über dem Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Kann man den schon. Ich will mal ganz kurz über die Ebene mal gucken. Okay, aber können wir hier sehen? Nee. Okay, wir spulen zurück. So, hier haben wir den. Überwachungsmonitor. Da muss ich jetzt wieder so ein bisschen halb physisch als Ball hier rumschwimmen. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hat er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin gerade sehr fasziniert davon. Es gibt Spiele so. Es gab irgend so ein Kriminalspiel, wo man auch diese ganze Kriminalgeschichte aus verschiedenen Blickwinkeln sehen konnte. Aber wenn das hier mehrfach geht und die klug eingesetzt werden, kann ich vorstellen, dass es echt richtig gut wird. Ich würde nur gerne wissen, wann ist der hier reingegangen? Können wir das irgendwie sehen? Das ist schwierig, das irgendwie. Aber finde ich extrem cool und ich finde auch diese Grafikaufmachung hier mit diesen kleinen Rechtecken wunderschön. Okay, gefällt mir sehr gut. Unser erster Braindance. Beeindruckend, oder? Julie, gib mir mehr. Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Och. Okay, bist du soweit? Müssen die ganze Story mal eintauchen, von daher? Na gut. Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir. Können wir mit deiner Romanze eingehen? Was muss ich antworten? Hey, V, was gibt's? Bug, hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Bug. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein.
Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Drei Mädels und ich. Nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Das gab's auch bei okay, Remember Me, sowas in der Art. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. So, den Braindance im Analysemodus. Wir machen erstmal alles. Bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich hab ihre Angst gespürt. Uiuiui, was ist denn das für ein Typ? Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Wir schauen uns erstmal... Das könnte wichtig sein. Ich will aber nicht, ich will erstmal das Ganze anschauen. Minute. Ja, machen wir alles mit. Ich will wissen, was hier abgegangen ist und dann gehen wir schön nach hinten. Interessant ist, dass übrigens eine schlechte eine bessere Qualität ist bei dem anderen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Du wirst mir zuhören. Salomon ist wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack gewusstet? Nee, nur der Preis. Gefangen in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt. Die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändert. Oh, das sind ganz viele Sachen, die wir anscannen können. Freut mich. So, was haben wir mit ihm gemacht? Verstanden. Das hat aufgelegt. Zurück zum Anfang des Gesprächs. Wir müssen es komplett hören. Nein, wir gucken uns erstmal alles an. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Wie weit können wir hier was reinschnubbern? Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. What love is until you've learned the meaning of the blue. Scheiße, es fühlt sich an, als würde ich echt. Wie? Lass dich nicht ablenken. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. So, sehr gut. Okay, also wir wissen... So, was haben wir hier Schönes? Der Typ, ey. Alles. So, was ist denn das? Militärische Cyberwaren, der kybernetische Modifikation, 96%, ja, wirklich noch menschlich dabei. Voll extrem. Erste Vorsicht. So, wie sieht denn die gute Dame hier übrigens aus? Natürlich, nicht gerade... großzügig angezogen, was ist da? Alarmanlage, sehr wichtig für uns. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay. So, was haben wir noch Feines? Noch schon? Kameras? Scheiße. Die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren. FFE.
Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay, wir haben alles entdeckt. Wir lassen mal es weiterlaufen. Die Arme. Wie denn der überhaupt noch sowas machen, um ehrlich zu sein? So. So, dann machen wir hier mal und hören zu. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Das ist für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch ein... So, Nummer 1. Hier haben wir ein Item. Das Telefon. Eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlon ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Okay, wir wechseln mal wieder die Ebene. Spulen mal vor. So, hier ist irgendwas. Da oben, was ist das? Geschützturm, oh. Automatische Geschütze, neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Hast du was zum Naschen? Was zum Naschen vor allem? Kunde, ich suche nach dem perfekten. Das würde gefallen. So, ich vermute mal, hier ist noch was. Ach Gott, es wird uns immer angezeigt. Ja. Liberty. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Okay, wir spulen noch ein bisschen vor. Der ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Ja gut, aber das ist nur zu dem Zeitpunkt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wenn er doch der Meinung ist, klar, es muss gekühlt werden, ja, ja, keine Frage, je höher technisiert das Ganze ist, so unwahrscheinlicher ist, dass es einen Platz wechselt, aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt. Er muss gekühlt werden. Okay, ich vermute, das muss ja nicht mal hier sein. Es kann ja noch davor sein. Da drüben ist irgendwas kalt. Ach, hier, warte mal. Hier ist, sehen wir irgendeine Signatur. Hast du was zum Naschen für mich? Irgendwo hier in der Nähe? Ja, da. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. So. Moment.
Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Ach, Tibak. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Ja, lass es doch so versuchen. Du warst hier hinten gewesen. So, hast du hier hinten was bemerkt? Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Da ist auf dem Weg dorthin gewesen. Also entweder der Roboter, der rausgegangen ist, oder gerade an der Tür. Eingang. So, hier. Ach, da hinten. Warum merkst du das jetzt das? Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Hinten wir links haben alles, also. Was wir brauchen. Verlass den Editor. Noch zu sieben. Ich würde trotzdem am Anfang nochmal gerne haben. Mit der Wärmesignatur den Typen. Was ist eigentlich das hier? Ach, Licht einfach. Wärmesignatur gar nichts mehr, oder? Dieser Typ, dieser Spruch am Anfang, ich komme da nicht mit klar. Ich denke so, hä? Ist das für seinen Meister oder meint er selber, dass es toll ist? Na gut, du kannst mit Braindance alles erreichen bei ihm. Aber ich, also, auch wenn ich vielleicht an manchen Stellen schon Kritik geäußert habe bei dem Spiel, das finde ich endgeil gerade. Sowas magisch. Gab's schon in Abwandlung schon in anderen Spielen, keine Frage, aber das so zu machen, wirklich, wirklich gut. Gefällt mir. So, jetzt haben wir also Überblick gewonnen. Wie kommen wir rein? Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Ich schreibe ihn bei F an. Ah, okay. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Cool, danke dir. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. So, Judy. Könnte ich mal mit dir ein bisschen quatschen? Hallo? Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Magst du vielleicht was? Eine Sekunde. Okay, sehr Gespräch ist ja nicht. Wir müssen los. Evelyn? Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle.
Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Naja, aber bei dir geht's schneller. Bei Konzernköpfen müssen sie erstmal dahinter sehr viele Türen schauen und viele Computer hacken. Du dagegen, bei dir sind sie ganz fix. Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compaki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin, ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Vertrau mir. Und was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Was? Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Also wenn ich sage, ich denke drüber nach, heißt es nicht, ich mach's auf jeden Fall. Aber ich würde es mal offen halten. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Das klingt ja so, als hätte Judy was Schlimmes gemacht. Uiuiuiuiui, da haben wir jetzt ja ein paar Entscheidungen vor uns. Wie sieht's aus, Mr. V? Nein, nein. Mindestens das Doppelte. Evelyns Aufnahme aus dem Compaki war die Mühe wert. Ich beleidige dich. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Dann haben wir die Mission abgeschlossen. Steht dazu vielleicht noch irgendwas Schönes bei uns im Journal? Gut. Okay, was macht sie jetzt hier hinten noch? Soll ich nicht mit Judy reden? Schade. Anna, wie sieht's bei dir aus? Hab die Kundin getroffen. Sie hat mir einen BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Ein BD? Okay, behalt mich auf den Laufenden. Claro, Jackie. So, wir können uns jetzt noch mit der Militech-Agentin treffen. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir alles dann auch in der nächsten Episode. Wo wir mal das Ganze ein bisschen weiter untersuchen. Vielleicht hilft es ja auch mit der Militech, sich mal einfach interessehalber zu treffen. Kann aber auch sein, dass sie dadurch natürlich wissen, was wir hier machen. Na gut, das entscheiden wir das nächste Mal. Bis dahin, euer Landitor. Tschüss. So läuft's.